15. Bitte was? Ich bin gerne ein. Im Ernst? Ach so? Wieso das? Es ist doch noch ganz viele Leute nicht da. Vorlesung gerade ein bisschen kurz. Aha. Ist auch zu spät. Gut, dann fangen wir an. Wir sind momentan beim Thema Loop-Rechnungen. Das heißt, wir haben mit der dimensionalen Regularisierung begonnen. Die dimensionale Regularisierung ist eine mathematische Methode, um die Quantenfeldtheorie zunächst einmal zu definieren, obwohl ja letzten Endes einige Integrale oder einige Größen in Zwischenrechnungen divergieren werden. Mit der dimensionalen Regularisierung schaffen wir es, zunächst prinzipiell divergente Integrale mathematisch ausrechnen zu können. Die Berechnung erfolgt dann abhängig von einer Dimension d, die ungleich 4 ist. Im Limes d gegen 4 werden dann wieder Divergenzen reproduziert, aber solange wir d ungleich 4 lassen, haben wir eine Möglichkeit, die Integrale mathematisch zu behandeln und Physik rauszuziehen, sodass dann in einer Rechnung, eben sagen wir mal in Zwischenergebnissen, 1 durch Epsilon-Pole auftreten, aber am Ende der Rechnung die 1 durch Epsilon-Pole alle wegfallen und wir sinnvolle physikalische Endergebnisse bekommen. Also das ist die Methode der dimensionalen Regularisierung und die kann man illustrieren an dieser Masterformel für Einschleifenintegrale. Und da haben wir hier einen verallgemeinerten Propagator im Nenner Q-Quadrat, also Impulsquadrat minus eine Konstante plus I Epsilon, modelliert nach den typischen Propagatoren zu irgendeiner Potenz n. Und im Zähler haben wir Normierungsfaktoren minus 1 hoch n und n minus 1 Fakultät. Und hier jetzt das d-dimensional verallgemeinerte Integralmaß. Eine fixierte, beliebige Regularisierungsmasse hier als Vorfaktor, damit die Einheit Masse hoch 4 bleibt. Und hier dann das d-dimensionale Integralmaß mit d-dimensionalen Normierungsfaktoren. Wenn man es berechnet, gibt es zwei Schritte. Einmal muss man das Energieintegral über Q0 extra behandeln, wegen der Minkowski-Metrik. Dabei kriegt man dann Beiträge von dem plus I Epsilon, muss Residuensatz anwenden und eine sogenannte Wick-Drehung ausführen. Dadurch kriegt man dieses I. Danach ist aber alles euklidisch und man kann mit euklidischen kugelsymmetrischen Funktionen weiterrechnen und dann treten einfach Standardintegrale aus der Mathematik auf, die sich alle durch Gamma-Funktionen und Beta-Funktionen berechnen lassen. Und dann ist hier das Ergebnis. Das heißt, wir kriegen hier für diese Masterformel exakt das Ergebnis hier mit diesem μ, was sich reproduziert, dann Q zu einer bestimmten Potenz. Q ist ja dimensionsbehaftet und hat die Einheit Masse hoch 2 wegen diesem Nenner hier. Da steht also diese dimensionsbehaftete physikalische Größe zu dieser Potenz. Dann haben wir wegen Kugelkoordinaten in D-Dimensionen diesen 4-Pi-Faktor mit einem dimensionsabhängigen Exponent und dann die Gamma-Funktion abhängig von der Dimension und die entstand eben durch diese verschiedenen Standardintegrale. Und wenn wir jetzt die Dimension um 4 herum entwickeln, dann schreiben wir D ist gleich 4 minus 2 Epsilon und dann kann man das so umformen, dass man hier die nicht Epsilon-abhängigen Term rauszieht und dann kriegen wir so einen Vorfaktor, wie gesagt, I aus der Wick-Drehung, 1 durch 16 Pi Quadrat aus den ganzen Pi-Faktoren und Kugelkoordinaten, dann den dimensionsbehafteten Q-Anteil, Q hoch 2 minus n und dann Epsilon-abhängige Größen, hier Raumwinkel 4 Pi hoch Epsilon und so ein Verhältnis aus μ-Quadrat durch Q, dimensionsloses Verhältnis insgesamt zur Potenz Epsilon. Und die Gamma-Funktion ist dann umgeschrieben. Das ist also die Masterformel. Die kann man benutzen, wie um alle beliebigen Einschleifenintegrale, die in gewöhnlichen Quantenfeldtheorien auftreten, zu berechnen. Und wie das geht, werde ich Ihnen heute zeigen. Aber zunächst mal diskutieren wir diese Masterformel noch ein bisschen. Wir hatten ja schon angefangen, mathematische Relationen über die Gamma-Funktion und Zeta-Funktion uns zu notieren, aber jetzt mehr physikalische Diskussion dieses Ergebnisses. Erstens mal, die Abhängigkeit von diesem Q, die ist Q hoch 2 minus n mal Q hoch minus Epsilon. Und diese Abhängigkeit, die hätten wir von vornherein erraten können, allein aus Dimensionsgründen.
Denn das Integral hat ja eine bestimmte Einheit. Die Einheit kommt hier aus dem Integralmaß, Masse hoch d, und im Nenner Masse hoch 2n. Das heißt, q ist die einzige dimensionsbehaftete Größe, die im Endergebnis auftauchen kann. Also muss genau diese q-Abhängigkeit auftreten. Und die taucht halt auch auf. Das heißt, das ist aus Dimensionsgründen von vornherein klar gewesen. Das ist wichtig. Das heißt, das ist eigentlich gar keine Überraschung. Dann natürlich auch dieses μ² hoch Epsilon oder μ hoch 4 minus d. Das war auch klar, weil μ ist eine reine Konstante, die als Vorfaktor auftritt. Die kann sich niemals ändern durch die Integralrechnung. Das heißt, das ist noch viel klarer aufgrund der Definition. Das heißt, das wusste man auch von Anfang an. Aber eine interessante Konsequenz ist dann, dass halt dieses masse-dimensionslose Verhältnis μ² durch q zur Potenz Epsilon insgesamt auftaucht. Das ist also eine Konsequenz aus dieser Überlegung. Das ist aber interessant. Dann haben wir jetzt hier diesen Vorfaktor erhalten. Das ist also ein typischer Einschleifen-Vorfaktor. I geteilt durch 16 Pi Quadrat. Und dieser Vorfaktor hat also zwei Elemente. Einmal das I, das kommt aus der Wick-Drehung und dem Residuensatz über die Energie wegen Minkowski-Metrik. Und dass jetzt plus I anstatt minus I dasteht, hängt mit dem Vorzeichen der plus I Epsilon Vorschrift zusammen. Und dann aber die 1 durch 16 Pi Quadrat. Das ist etwa ein Hundertstel. Also ungefähr I durch 100. Das heißt, jedes Einschleifenintegral liefert automatisch diesen Vorfaktor von der Größenordnung 1 durch 100, also 1%. Das heißt, diese Integrale sind klein, die sind numerisch unterdrückt durch diesen Faktor. Und daraus folgt, dass diese Einschleifenkorrekturen typischerweise recht kleine Korrekturen sind. Mal checken, ob ich das angeschaltet habe. So, das heißt, das ist wichtig, sodass also diese Einschleifenkorrekturen numerisch kleine Korrekturen sind zu Feynman-Diagrammen ohne geschlossene Schleifen, zumindest typischerweise. Dann hatten wir gesehen, dass die ganze Herleitung zunächst mal für ganzzahlige Größen gilt, aber das wird jetzt verallgemeinert. Also das gilt zunächst mal nur für ganzzahlige Dimensionen. Und auch für Q rein positiv, denn das haben wir benutzt bei dieser Wick-Drehung. Ebenso musste dieses n hinreichend groß sein. Denn das haben wir auch benutzt, um im Residuensatz diese Viertelkreiselemente wegzudiskutieren. Und die kann man wegdiskutieren, wenn n hinreichend groß ist. Das heißt, unter diesen Voraussetzungen gilt diese Herleitung exakt, aber wir verwenden jetzt die Masterformel als Definition für beliebige Einschleifenintegrale auch für krummzahlige Dimensionen und kleinere n. Und das geht eben, weil das Endergebnis eine analytische Funktion von allen Variablen ist. Das heißt, wir definieren den Rest durch analytische Fortsetzung. Und bei dieser analytischen Fortsetzung, zum Beispiel von positiven Groß Q zu negativen Groß Q, muss man aufpassen wegen dieser plus I Epsilon Vorschrift hier. Das spielt dann natürlich eine Rolle. Das heißt, die analytische Fortsetzung in der komplexen Ebene für diese verschiedenen Variablen hier, die liefert dann Zweige von analytischen Funktionen und welche Zweige man nehmen muss, ist physikalisch durch dieses plus I Epsilon vorgegeben.
So, das sind einige erste wichtige Bemerkungen zu der Masterformel. Jetzt gehen wir ein bisschen näher zu den Divergenzen, die wir ja eigentlich mit dieser Regularisierung behandeln wollten, und schauen uns die genauer an. Wir hatten das letzte Mal schon gesehen, dass die Pole sich dadurch reproduzieren, dass diese Gamma-Funktion jetzt divergent wird für bestimmte Werte der Argumente, nämlich die Gamma-Funktion divergiert für Argument gleich 0, minus 1, minus 2 und so weiter. Das heißt, wenn n gleich 2 ist, steht hier Gamma von 0 plus Epsilon, und dann noch für Epsilon gegen 0 haben wir eine Divergenz. Oder für n gleich 1 haben wir ebenfalls eine Divergenz für Epsilon gegen 0. Das heißt, wir haben dann solche Pole in der Masterformel für d gleich 4 bzw. Epsilon gleich 0, falls dieses n gleich 1 oder 2 ist. Und das entspricht eben einer Ultraviolett-Divergenz des Originalintegrals. Warum Ultraviolett-Divergenz? Weil diese Divergenzen aus dem Verhalten des Integrals für große q kommen. Bei kleinen q kann hier kein Problem entstehen für dieses allgemeine Groß q hier. Das heißt, es kann hier für diese Integrale sowieso nur eine Ultraviolett-Divergenz geben. Bei kleinen q ist der Integrant immer regulär. So, und dann können wir uns diesen Polterm mal genauer vornehmen. Der Polterm ist also der epsilon-abhängige Anteil des Integranten. Der sieht jetzt mal folgendermaßen aus. Wir haben 4 Pi hoch Epsilon aus den d-dimensionalen Raumwinkelanteilen. Wir haben dann diesen dimensionslosen Faktor μ² durch Q insgesamt hoch Epsilon. Aus Dimensionsgründen war das klar. Und dann haben wir die Gamma-Funktion. Und das Einfachste ist, wir betrachten jetzt mal Gamma von Epsilon und andere Pole, Gamma von Epsilon minus 1 oder Gamma von Epsilon minus 2, könnte man dann darauf zurückführen. Also das ist genau die Kombination von Faktoren, die relevant sind für die Diskussion dieser Polstellen. So, und das können wir jetzt mal mathematisch genau umformen in einer Entwicklung von Epsilon. Also wenn wir dieses 4pi hoch Epsilon Taylor entwickeln, muss man das schreiben als Exponentialfunktion e hoch Epsilon mal Logarithmus 4pi. Und dann ist die Taylor-Entwicklung klar, nämlich 1 plus Epsilon mal Logarithmus 4pi. Also haben wir hier 1 plus Epsilon mal ln 4pi. Und hier dann auch Taylor-Entwicklung 1 plus Epsilon mal ln von dem Massenverhältnis. Also plus Epsilon mal ln von μ² geteilt durch q. Und dann gäbe es höhere Ordnungen in Epsilon. Und das Ganze wird jetzt multipliziert mit der Taylor-Entwicklung der Gamma-Funktion um Epsilon herum. Und das war eben 1 durch Epsilon minus die Euler-Mascheroni-Konstante Gamma E mal 1 plus höhere Ordnungen in Epsilon. Und das können wir zusammenfassen. Wenn wir alles ausmultiplizieren, dann kriegen wir eben folgende Laurent-Entwicklung. Es fängt an mit 1 durch Epsilon von hier. Und dann kriegen wir einen Epsilon-unabhängigen Anteil, nämlich einmal 1 durch Epsilon mal dem Epsilon-Term hier plus 1 mal minus Gamma E. Also kriegen wir erstmal ln 4pi von hier, dann minus dieses Gamma E. Und dann plus ln μ² durch q. Und dann gäbe es weitere Terme der Ordnung Epsilon. Und diese Kombination von vier Größen ist eine Kombination, die also immer in dieser Kombination auftaucht, wenn man eine Polstelle hat. 1 durch Epsilon-Divergenz,
ln4π minus Euler-Mascheroni-Konstante. Das ist eine irrationale Zahl, die fixiert ist. Hier ein Logarithmus von einem physikalischen Massenverhältnis und dann weitere Terme. Also erstmal diese Kombination von drei Größen, die alle drei nichts Physikalisches an sich haben, sondern reine Regularisierungsartefakte sind, das heißt 1 durch Epsilon plus irrationale Konstanten. Das ist eine divergente Kombination, die eben typisch für dimensionale Regularisierung ist. Die tritt immer gemeinsam auf und deswegen kürzt man die ab mit Groß Delta. Das ist also eine divergente Kombination. Dieses Groß-Delta absorbiert also diese irrationalen Konstanten ln4π und Gamma-i. Neben dieser typischen divergenten Kombination taucht also jetzt ein Logarithmus auf, der eine physikalische, dimensionsbehaftete Größe enthält und dieses μ. Man kann das Ganze auch äquivalent anders umformen, beziehungsweise können wir das folgendermaßen schreiben. Wir können es schreiben als 4pi hoch Epsilon geteilt durch Exponentialfunktion e hoch Gamma e mal Epsilon mal μ Quadrat durch q hoch Epsilon mal 1 durch Epsilon mal 1 plus Ordnung Epsilon Quadrat. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt diese Entwicklung vom letzten Mal, wo wir diese Funktion Gamma von 1 plus Epsilon hatten, die konnte man eben umschreiben in e hoch Gamma e mal Epsilon. Die Korrekturen zu dieser Relation, die enthielten die Zeta-Funktion und die Korrekturen begannen in Ordnung Epsilon Quadrat. Das heißt, ich kann das hier ausnutzen dadurch dann die Gamma-Funktion hier durch das ersetzen. Und dann kommt nur noch ein reiner 1 durch Epsilon-Pol vor und alles Weitere ist von der Ordnung Epsilon-Quadrat und ist hier jetzt nicht wichtig. Und dann hat man hier ebenfalls so eine irrationale Kombination, die typisch ist für dimensionale Regularisierung. Und eine Alternative dazu, dieses Delta zu definieren, was das hier so absorbiert, könnte man auch diesen Faktor multiplikativ absorbieren und das nennt man dann manchmal S Epsilon. Das ist also ein multiplikativer, irrationaler, Epsilon-abhängiger Normierungsfaktor aus der dimensionalen Regularisierung. Und dann kann man nämlich Folgendes machen. Es taucht hier auf, μ² hoch Epsilon mal diesem S Epsilon. Und da könnte man jetzt, dieses μ war ja eh unphysikalisch, könnte man dieses S Epsilon hier, diesen Normierungsfaktor, in dem unphysikalischen μ absorbieren. Und dann kriegt man undefiniertes unphysikalisches μ. Und dieser Faktor ist dann absorbiert. Das heißt, manchmal definiert man jetzt einen μ quer hoch 2 Epsilon so, dass das gleiche ist wie das Original μ hoch 2 Epsilon mal diesen Normierungsfaktor S Epsilon. Und dann entspricht das dem, dass man diesen Normierungsfaktor einfach weglassen kann und μ durch μ quer ersetzt. Und dann vereinfachen sich einige Gleichungen. Also das absorbiert irrationale Konstanten. Okay, also das ist, wir werden jetzt nicht alle von diesen Varianten ausführlich nutzen in der Vorlesung, aber dass Sie schon mal wissen, dass es das gibt. Wir werden vermutlich meistens mit diesem Groß-Delta arbeiten, das ist additiv und relativ einfach zu durchschauen. Aber wenn man sehr komplizierte Schleifenrechnungen mit vielen Loops machen würde, dann wäre diese multiplikative Variante effektiver. Gut. Aber wenn das erstmal klar ist, dann haben wir jetzt erreicht, dass man diesen Polterm, also den Epsilon-abhängigen Anteil, der auch divergiert, den haben wir umgeschrieben. Und wenn man jetzt mal ein bisschen rauszoomt,
dann gucken wir uns mal das Wesentliche an. Das Wesentliche ist jetzt nämlich, dass wir einen Ausdruck in unserer Masterformel haben, der folgende Gestalt hat. Wir haben erstmal einen Epsilon-unabhängigen Anteil, der enthält auch physikalische Größen und ist dann für die Physik wichtig. Und der Epsilon-abhängige Anteil, der ist divergent, der enthält auch physikalische Größen. Und wie tauchen jetzt aber diese physikalischen Größen in dem divergenten Anteil auf? Dieser Logarithmus, der taucht immer automatisch genauso auf wie das 1 durch Epsilon, weil das ja eine Kombination ist, hier eine multiplikative Kombination. Das heißt, das Wichtige für uns ist, zu erkennen und uns zu merken, dass der 1 durch Epsilon-Pol immer denselben Vorfaktor hat wie dieser physikalische Logarithmus von μ² durch q. Das ist wichtig. Also das ist für die Physik sehr wichtig. Das heißt, das ganze Integral insgesamt hat auf jeden Fall die folgende Gestalt in dieser Entwicklung in Epsilon. Sagen wir, irgendein Vorfaktor a durch Epsilon, weil das ganze Ding hier, diese divergente Kombination, die hat ja dann einen Vorfaktor, nennen wir es a. A durch Epsilon plus a mal diesen irrationalen Konstanten ln 4pi minus Gamma e. Dann plus a mal ln μ² durch q. Und dann erst kommen irgendwelche anderen Größen, die hier mit dieser divergenten Kombination nichts zu tun haben. Okay, ich sollte es hier hinschreiben, plus b. Und der Witz ist, was ich gesagt hatte, dass also der 1 durch Epsilon-Pol verknüpft ist mit dem Logarithmus von unserer physikalischen dimensionsbehafteten Größe q. Die haben immer denselben Koeffizient. Und dann gibt es halt noch irgendwelche weiteren Terme im Endergebnis, die weder divergent sind, noch diesen Logarithmus enthalten können. Weder 1 durch Epsilon, noch ln q. Beziehungsweise, lass es nämlich so sagen, weder 1 durch Epsilon noch ln μ². Dann das μ² steckt einzig und allein in diesem Vorfaktor. Das ist eine sehr wesentliche Erkenntnis, die wir später im Semester noch ausnutzen werden, und zwar für diese Theorie der Renormierungsgruppe und für die Theorie von laufenden Kopplungen. Da wird das sehr wichtig werden. Aber jetzt halten wir erstmal fest, dass die Divergenz so verknüpft ist mit diesem Logarithmus. Der Logarithmus enthält einmal das unphysikalische μ und einmal das physikalische q. Und alle weiteren Abhängigkeiten von physikalischen Größen stecken in diesem b und die sind weder divergent noch von μ abhängig. Gut, damit haben wir die Masterformel verstanden und können die jetzt anwenden, um echte Feynman-Diagramme mit geschlossenen Schleifen auszurechnen. Gibt es noch irgendwelche Fragen zu der Masterformel? Oder sparen Sie sich Ihre Fragen auf für die weitere Anwendung? Also machen wir jetzt mal allgemeine Einschleifenintegrale. Ein allgemeines Einschleifen-Feynman-Diagramm sieht so aus. Wir haben hier eine geschlossene Schleife aus Propagatoren. Hier lauter einlaufende Linien mit Impulsen P1, P2 und so weiter bis hin zu Pn. Und in diesen Propagatoren fließen dann auch irgendwelche Impulse, denen wir Namen geben müssen. Sagen wir mal, hier fließt der Impuls Q. Dann läuft hier der Impuls P1 ein, das heißt, hier in diesem Propagator fließt dann wegen Impulserhaltung der Impuls Q plus P1 und hier fließt dann wegen Impulserhaltung der Impuls Q plus P1 plus P2 und so geht das weiter.
Wenn man dann den Ausdruck für dieses Feynman-Diagramm aufschreibt in dimensionaler Regularisierung, dann kriegen wir unser d-dimensionales Integralmaß. Und welchen Integrant haben wir dann? Dann haben wir als Integrant irgendeinen Zähler, der uns jetzt nicht so arg interessiert, aber der Nenner interessiert uns und der Nenner kommt aus den Propagatoren. Jeder Propagator liefert 1 durch p² minus m² plus i epsilon, wobei p jeweils der fließende Impuls ist und m die jeweilige Masse des entsprechenden freien Teilchens. Also haben wir hier für den ersten Propagator q² minus m1², wo dann nehme ich hier an, dass hier eine Masse m1 für diesen Propagator gilt. Der zweite Propagator liefert dann q plus p1 insgesamt zum Quadrat minus m2 Quadrat, wobei also m2 dann die Masse hier von diesem Propagator ist. Und so weiter. Für jeden Propagator haben wir so einen Faktor. Alle Faktoren haben diese Gestalt. Immer Schleifenimpuls q plus irgendeine Linearkombination der äußeren Impulse insgesamt zum Quadrat minus eine Masse zum Quadrat. Und das plus i epsilon habe ich jetzt unterdrückt. Das kommt aber dazu. Das ist also ein allgemeines Einschleifenintegral und das wollen wir berechnen. Und die Behauptung war, dass alle solchen Integrale auf die Masterformel zurückgeführt werden können. Hier für die weiteren Gleichungen kürzen wir das mal ab. Also ich werde das hier immer als Integral mit Index q einfach schreiben, sodass man sich dieses d-dimensionale Integralmaß ein bisschen verkürzen kann. Dann, was kann der Zähler sein? Der Zähler ist irgendeine Kombination von physikalischen Größen, aber alle Feynman-Regeln, die zu einem Zähler führen, sind Polynome in dem Schleifenimpuls. Vertexfaktoren sind entweder Konstanten, zahlenwertige Konstanten oder Gamma-Matrizen, die nicht vom Impuls abhängen, oder es sind Polynome im Impuls, wenn nämlich die Lagrange-Dichte Ableitungen enthält. Das heißt, auf jeden Fall ist der Zähler ein Polynom in diesem Schleifenimpuls Q. Der kommt aus Feynman-Regeln. Wenn der Zähler aber auf jeden Fall ein Polynom ist, dann reicht es jetzt für die Integralberechnung mal nur zu betrachten. Zähler gleich 1 oder Zähler ein lineares Polynom, Qμ, oder ein quadratisches Polynom, Qμ, Qnü und so weiter. Wenn wir diese Integrale ausrechnen können mit solchen Zählern, dann können wir alles ausrechnen. Zum Nenner haben wir schon gesagt, der ist eben ein Produkt von Propagatoren. Sagen wir mal DI. Jeder Nennerfaktor hat so eine Gestalt. Q plus P1 und so weiter bis plus PI minus 1 insgesamt zum Quadrat minus MI Quadrat plus I Epsilon. Alle diese Nenner, wenn man es ausmultipliziert nach binomischer Formel, gehen dann los mit q² plus irgendwas mal q plus eine Konstante im Integrationsimpuls. Das heißt, die Nennerfaktoren sind allesamt quadratische Funktionen von q, wobei q² eingeht mit dem Koeffizient 1. Und dann können wir jetzt einheitlich Integrale definieren. Wir geben den Integralen mal Namen. Wir haben jetzt hier allgemein so ein Schleifenintegral mit n äußeren Linien eingezeichnet. Jetzt machen wir mal ein Schleifenintegral mit genau einer äußeren Linie. Bei einer äußeren Linie kann aber überhaupt kein Impuls einlaufen wegen Impulserhaltung. Also haben wir dann nur ein
Propagator mit dem Impuls Q und dem geben wir den Namen per Definition I durch 16 Pi Quadrat mal A. Und zwar mit Index A0 oder A μ oder A μ nü und so weiter. Und das Argument ist M, die Masse. Und der Ausdruck wäre eben dann dieses Integral mit Integrationsmaß über Q mit Zähler 1 oder Q μ oder Q μ, Q nü und so weiter. Und Nenner einfach ein Propagator Q Quadrat minus M Quadrat plus I Epsilon. So, lange Rede, kurzer Sinn. Eine A-Funktion ist also ein Schleifenintegral mit genau einem Propagator. Und dann, je nach Zähler, haben wir dann A0, A μ, A μ nü und so weiter. Nachdem wir integriert haben, kann es nur noch von der Masse abhängen, denn ansonsten gibt es keine Abhängigkeit des Integranten. Und da wir wissen, dass jedes Loop-Integral zu I durch 16 Pi Quadrat führen wird, definieren wir das aus dieser A0-Funktion heraus. Okay, das nächste wäre ein Schleifenintegral mit zwei äußeren Linien. Bei zwei äußeren Linien kann also hier ein äußerer Impuls P einlaufen. Und das Ganze wird dann definiert als B-Funktion mit dem Vorfaktor I durch 16 Pi Quadrat mal B, entweder B0 oder B μ oder B-Menü und so weiter. Und das hängt jetzt ab vom einlaufenden Impuls P und von den zwei Massen M1, M2. Und die Integraldefinition ist eben Zähler 1 oder Q-μ oder Q-μ, Q-ν durch zwei Propagatoren nennen. Der erste ist Q Quadrat minus M1 Quadrat. Und der zweite Nenner ist Q plus P zum Quadrat minus m2 Quadrat. Das heißt, B-Funktionen sind die mit zwei Propagatoren und je nach Zähler haben wir dann B0, Bμ, Bμ-nü und so weiter. Und die hängen ab von drei physikalischen Größen, nämlich vom einlaufenden Impuls und von den zwei Massen. Und so weiter. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass man auch C-Funktionen, D-Funktionen und so einführen kann. Es gibt also C0, Cμ und so weiter. Es gibt D0, Dμ und so weiter für Loops mit drei äußeren Linien, vier äußeren Linien und so weiter und so fort. Dann haben wir also eine systematische Bezeichnung gefunden, die wir nutzen können, um die Ergebnisse dann gut zu dokumentieren und auch um konkrete Ergebnisse darzustellen. Ja. Und unsere erste Aufgabe ist jetzt, diese Integrale alle zu berechnen. Da gibt es also zwei Probleme, wenn man an die Masterformel denkt. Nämlich diese Integrale sind noch nicht identisch mit der Masterformel, aus zwei Gründen. Erstens, die Masterformel hat keinen nicht-trivialen Zähler. Zweitens, die Masterformel hat im Nenner nur einen Propagator, zwar zu einer Potenz, aber eben nur einen. Und hier gibt es viele verschiedene Propagatoren mit unterschiedlicher Impulsstruktur. Das heißt, wir müssen zwei Umformungen machen, nämlich einmal den Nenner durch eine Manipulation auf die Gestalt bringen und dann den Zähler verarbeiten. Das sind zwei unterschiedliche Schritte. Und wir fangen an mit dem Nenner. Ich schreibe es nur mal auf. Die Strategie ist einmal skalare Integrale. Das sind also die mit Zähler gleich 1 auf die Masterformel zurückführen. Und der zweite Schritt ist dann Tensorintegrale, wo der Zähler ungleich 1 ist, auf skalare Integrale zurückzuführen. Und dann haben wir alles im Prinzip berechnet.
Okay, dann beschäftigen wir uns als erstes mit den skalaren Integralen. Und da falle ich direkt mit der Tür ins Haus, nämlich es gibt einen mathematischen Trick, mit dem wir das ganze Problem direkt erschlagen können. Man kann also so ein Produkt von den verschiedenen Propagatoren mit einer Umformung auf die Masterformel bringen. Und die Umformung zeige ich Ihnen jetzt. Und das ist die Umformung durch sogenannte Feynman-Parameter. Und zwar, wenn Sie folgendes Produkt im Nenner anschauen, 1 durch a minus 1 durch a mal b, dann können Sie das Produkt folgendermaßen schreiben, nämlich als Integral von 0 bis 1 dx über 1 geteilt durch a mal 1 minus x plus b mal x und das Ganze hoch 2. Stimmt's? Wenn Sie das rückwärts ausrechnen, dann haben Sie hier ein Integral und der Integrant ist letzten Endes 1 durch ein Polynom von x, also nämlich 1 durch a minus x mal b minus a. Und das ist einfach integrierbar. Und das Integral ist halt nochmal 1 durch a minus b minus a mal x zur Potenz minus 1. Und wenn Sie dann die Grenzen einsetzen, kriegen Sie einmal 1 durch a, einmal 1 durch b. Differenz davon gibt genau nach dem Hauptnenner das und die Vorfaktoren kürzen sich alle weg. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, dieses einfache Produkt umzuschreiben. Und anstatt, dass Sie ein Produkt haben, haben Sie jetzt eben eine Summe im Nenner und der Nenner wird insgesamt zur Potenz 2 genommen. Hier ist also ein genialer Trick, um aus dem Produkt eine Summe zu machen. Und Sie sehen hier insgesamt, diese zwei Faktoren tauchen also auf, jeweils mit einem x-abhängigen Vorfaktor. Und die x-abhängigen Vorfaktoren sind so, dass sich die beiden Vorfaktoren zu 1 aufaddieren und sie integrieren von 0 bis 1. Das heißt, das wird demokratisch gewichtet zwischen diesen zwei Faktoren a und b. Und dann wird integriert. Und das können Sie verallgemeinern. 1 durch abc ist gleich das folgende Integral bis 1 dx, 0 bis x dy und dann hat man 2 Fakultät geteilt durch a mal 1 minus x plus b mal x minus y plus c mal y und das Ganze hoch 3. Das heißt, da integrieren Sie auch wieder über eine Summe von a plus b plus c mit Vorfaktoren, die x und y abhängig sind. Und die Summe der x und y abhängigen Vorfaktoren ist insgesamt immer gleich 1. Okay, und das können Sie ausprobieren, das von der rechten zur linken Seite, das eben stimmt. Und das heißt, das ist die Methode, mithilfe von der wir alle Produkte von diesen Propagatoren im Nenner auf einen einzigen Nenner zu einer Potenz n bringen. Und das Ganze kann man sogar noch verallgemeinern. Und die Verallgemeinerung will ich Ihnen kurz zeigen. 1 durch a1 hoch Alpha 1 bis hin zu an hoch Alpha n. Mit beliebigen Größen a1 bis an und Alpha 1 bis Alpha n. Also Sie haben lauter Nenner, die jeweils zu einer beliebigen Potenz genommen werden. Die Potenzen müssen keine ganzzahligen Potenzen sein, sondern können beliebige Potenzen sein. Und das kann man natürlich, oder nicht natürlich, aber das kann man ähnlich umformen wie die beiden vorherigen Beispiele. Und das Allgemeine erschlägt dann natürlich auch die zwei Beispiele. Um das zu beweisen, brauchen Sie zwei Formeln. Oder um das zu berechnen, brauchen Sie zwei Formeln, nämlich einmal die Definition der Gamma-Funktion, 0 bis unendlich, dt mal t hoch Alpha minus 1 mal e hoch minus t
Das ist gleich die Gamma-Funktion von Alpha per Definition. Und das können wir aber nutzen, um folgendes Integral zu bestimmen, 0 bis unendlich dt, t hoch Alpha minus 1 mal e hoch minus groß a mal t. Okay. Haben wir also hier im Exponent jetzt eine beliebige Zahl als Vorfaktor. Und das dann natürlich nicht direkt die Gamma-Funktion, aber wir können eine Integralsubstitution machen, sodass a mal t zu einer neuen Integrationsvariable t' wird. Und dann ist das wieder die Gamma-Funktion mit einem Vorfaktor, nämlich a hoch minus Alpha mal der Gamma-Funktion von Alpha. Das heißt, wenn man es rückwärts liest, können wir dieses Integral nutzen, um a hoch minus Alpha auszudrücken. Und dann haben wir hier diesen Bruch, a1 hoch minus Alpha 1 und so weiter bis hin zu an hoch minus Alpha n. Das können wir alles durch diese Integrale ausdrücken. Und dann haben wir das hier dargestellt als ein Vielfachintegral und das können wir dann entsprechend umformen. Das ist die eine Formel, die Sie brauchen. Die zweite Formel ist ein Trick, dass man eine 1 darstellt als folgendes Integral von 0 bis unendlich. D Lambda geteilt durch Lambda mal Delta-Funktion von 1 minus einer beliebigen Konstante geteilt durch Lambda. Okay, wenn Sie das nämlich ausrechnen, dann fällt diese innere Ableitung aus der Delta-Funktion weg und es kommt genau 1 raus. Und wenn Sie die beiden Formeln nutzen, dann können Sie diesen Bruch hier ausrechnen. Und zwar kann man anfangen, Produkt über i von 1 bis n über diese ganzen Faktoren ai hoch minus Alpha i. Jedes ai hoch minus Alpha i stelle ich jetzt durch diese Gamma-Funktion dar. Dann kriegen wir also ein Vielfachintegral, nämlich Integral dt1 und so weiter bis Integral dtn für jedes ai eben ein solches Integral mal t1 hoch Alpha 1 minus 1 und so weiter bis tn hoch Alpha n minus 1. Und dann die E-Funktion, zwar diese E-Funktion hier, und die lauten dann e hoch minus die Summe über diese ganzen Groß ai mal den Integrationsvariablen ti. Und dann haben wir eben damit diese a's hoch minus Alpha i mal Gamma von Alpha ausgerechnet. Das heißt, wir müssen die Gammas wegdividieren und kriegen 1 durch Gamma von Alpha 1 bis hin zu Gamma von Alpha n. Das ist also erstmal direkt eingesetzt. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können hier einschieben diese Formel b. Die Formel b einschieben, das heißt, wir schieben hier dieses Integral ein über Lambda. Das ist ja 1. Aber nachdem wir das eingeführt haben, haben wir hier dann ein zusätzliches Integral über Lambda und können eine Variablensubstitution machen. Und zwar ersetzen wir xi gleich ti geteilt durch Lambda. Und dann vermischen sich natürlich die ganzen Integrale über diese x und das Integral über Lambda. Und dann nutzen wir die Formel a nochmal, und zwar für die Gesamtsumme bezüglich dem Lambda-Integral. Also das Lambda-Integral nimmt dann automatisch ebenfalls die Form an von dieser Formel a. Das heißt, das Lambda-Integral gibt ebenfalls nochmal eine Gamma-Funktion. Und wenn Sie das dann alles insgesamt einsetzen, dann ergibt sich Folgendes. Dann ist das Ganze gleich der Gamma-Funktion über die Summe der ganzen Alpha i geteilt durch Gamma von Alpha 1 bis hin zu Gamma von Alpha n. Und dieses Gamma mit der Summe der ganzen Alphas, das kommt aus dem Lambda-Integral und die anderen Gammas, die standen ja schon da. Dann verbleibt x-Integral dx1 bis hin zu dxn, jeweils von 0 bis unendlich.
mal x1 hoch Alpha 1 minus 1 bis hin zu xn hoch Alpha n minus 1. Und dann die Delta-Funktion, die wir eingeführt haben, Delta von 1 minus der Summe über die ganzen x, dividiert durch die Summe von ai mal xi insgesamt hoch die Summe der ganzen Alphas. Also Summe ai xi in Klammer hoch die Summe der ganzen Alphas. Das ist das Endergebnis. Und damit können wir das insgesamt ausrechnen, beziehungsweise ausdrücken. 1 durch a1 hoch Alpha 1 bis hin zu an hoch Alpha n ist gleich Gamma von Alpha 1 bis Alpha n dividiert durch Produkt von Gamma von Alpha 1 bis hin zu Gamma von Alpha n mal den Integralen. Und die Integrale, die brauchen jetzt nicht mehr bis unendlich gehen, weil sowieso hier eine Delta-Funktion steht von 1 minus der Summe der ganzen x. Das heißt, wenn irgendeins der x größer ist als 1, dann ist die Delta-Funktion automatisch 0. Alle x sind positiv. Wenn irgendeins größer ist als 1, ist das Argument auf jeden Fall negativ. Das heißt, wir brauchen nur noch von 0 bis 1 integrieren über die ganzen x, dx1 bis dxn. Delta-Funktion von 1 minus der Summe der ganzen x dividiert durch a1 mal x1 plus und so weiter bis plus an mal xn insgesamt hoch der Summe der ganzen Alpha i. Und das ist eine allgemeingültige Relation, die diese Feynman-Parameter allgemein darstellt. Und Sie können es dann ausprobieren für die einfachen Fälle, die wir hier hatten. Reproduziert die untere Formel auch die beiden oberen. Aber die untere ist natürlich viel, viel allgemeiner. Die untere Formel ist insbesondere so allgemein, dass Sie gar keine ganzzahligen Exponenten brauchen, sondern die stimmt auch für krummzahlige Exponenten. Und das ist zum Beispiel ab und zu nützlich bei nicht Einschleifenrechnungen, sondern Zweischleifenrechnungen oder so. So, also um es auf den Punkt zu bringen, wir haben jetzt mit der Feynman-Parametrisierung erreicht, dass wir beliebige Propagatornenner auf einen Nenner zurückführen können, der eine Linearkombination von solchen Nennern enthält, zu einer einzigen Gesamtpotenz n. Und damit können wir tatsächlich alle skalaren Integrale auf die Masterformel zurückführen. Und damit berechnen wir mal zunächst die A0-Funktion. Zur Erinnerung, die A0-Funktion war die Funktion, die einem einzigen Propagator mit einer einzigen äußeren Linie entsprach, ohne einlaufenden Impuls. Das heißt, das ist einfach nur das Integral über einen einzigen Nenner, 1 durch q² minus m². Das ist diese Funktion. Was ist das Ergebnis dieser A0-Funktion? Brauchen wir für die A0-Funktion Feynman-Parametrisierung? Antwort, nee, die brauchen wir nicht, weil die A0-Funktion ist ja direkt eine Masterformel. Das ist genau die Form der A0-Funktion, nämlich die A0-Funktion hat hier eine 1 im Zähler, im Nenner q² minus m² hoch 1. Das ist die A0-Funktion. Das heißt, diesen Spezialfall von dem mit groß Q ist gleich die Masse zum Quadrat, n ist gleich 1. Ganz einfach. Und damit können wir das Ergebnis aus der Masterformel direkt abnehmen. Also Masterformel für n gleich 1 und groß Q ist gleich die Masse m².
Und dann haben wir also A0 von M ist gleich genau dieses Ergebnis. Hier ist noch N gleich 1, das liefert uns hier ein Minus. Das heißt, dieses Minus muss man jetzt auf die andere Seite bringen, dann bekommen wir Minus. Und dann können wir abschreiben, Q hoch D halbe minus N gibt M Quadrat hoch 1, dann 4 Pi hoch Epsilon mal μ Quadrat geteilt durch Q, also μ Quadrat durch M Quadrat insgesamt hoch Epsilon mal der Gamma-Funktion von 1 minus Epsilon, Epsilon minus 1. Also hier dieses Minus kam von der anderen Seite. So, und das können wir jetzt zum Beispiel mit dieser divergenten Kombination auch nochmal zusammenfassen. Da kriegen wir minus plus m Quadrat mal diese divergente Kombination Delta plus Logarithmus μ Quadrat geteilt durch m Quadrat plus 1 plus Terme der Ordnung Epsilon. Und dieses plus 1 kam daher, dass wir jetzt diese Gamma-Funktion von 1 minus Epsilon umschreiben in die Gamma-Funktion von Epsilon. Nämlich das hier ist gleich Gamma von Epsilon dividiert durch Epsilon minus 1. Durch dieses Epsilon minus 1 fiel das Minus weg und wir kriegen hier ein zusätzliches plus 1 aus dieser Taylor-Entwicklung. Okay. Und dann haben wir die A0-Funktion komplett berechnet. Die obere Zeile ist absolut exakt für beliebige Epsilon und die untere Zeile ist eine Taylor-Entwicklung in Epsilon. Und in der unteren Zeile sehen wir eben explizit, die A0-Funktion hat einen 1 durch Epsilon-Pol, die ist also divergent für Epsilon gegen 0. Aber die Divergenz hier ist mathematisch sauber abgetrennt und neben der Divergenz bekommen wir hier interessante nicht-divergente Größen. Dann als zweites die B0-Funktion. Also dieses Schleifenintegral hier. Das ist nicht die Masterformel, denn hier haben wir jetzt wirklich zwei verschiedene Nenner, die wir durch Feynman-Parameter behandeln müssen. Also machen wir es. Dafür müssen wir halt umschreiben, i durch 16 Pi Quadrat mal zu einer B0-Funktion von P M1 M2. Das war definiert als das d-dimensionale Integral von 1 geteilt durch Q Quadrat minus M1 Quadrat mal Q plus P zum Quadrat minus M2 Quadrat, jeweils plus I Epsilon. So, und hier müssen wir jetzt endlich diese Feynman-Parametrisierung anwenden. Das heißt, wir schreiben das Produkt aus zwei Nennern als diese einfache Feynman-Parameter-Formel. Setzen wir es mal ein, dann bekommen wir Integral von 0 bis 1 dx, dann das d-dimensionale Integral über q und dann hier 1 geteilt durch diese Linearkombination. Also erster Nenner mal 1 minus x gibt q Quadrat minus m1 Quadrat mal 1 minus x plus zweiter Nenner mal x, also plus q plus p insgesamt zum Quadrat minus m2 Quadrat insgesamt mal x. Und dann das Ganze insgesamt hoch 2. Dann stimmt es auch einheitenmäßig. So, dann haben wir also ein Integral von 0 bis 1 dx, ein d-dimensionales Integral über q. Und welchen Nenner kriegen wir dann insgesamt? Müssen wir also mal diesen Nenner hier konkret ausrechnen. Was gibt es dann, wenn wir das Ganze ausfaktorisieren? Dann kriegen wir einmal ein q Quadrat mal 1 minus x und hier auch q Quadrat mal x. Wenn wir also nach Q-Potenzen sortieren. Wie viele Q-Quadrat kriegen wir dann insgesamt? Q-Quadrat mal 1 minus x plus Q-Quadrat mal x gibt genau 1 Q-Quadrat.
Wir kriegen also Q². So, dann Q. Wie viele Qs kriegen wir linear in Q? Von hier kommt nichts linear in Q. Und hier kriegen wir 2Q mal P mal X. Also 2Q mal P mal X. Dann, was kriegen wir sonst noch, unabhängig von Q? Hier minus m² mal 1 minus x minus m2² mal x minus m1² mal 1 minus x minus m2² mal x. So, und was können wir jetzt für eine Umformung anwenden, um auf die Masterformel zu kommen? Hat jemand eine Idee? Die Masterformel enthält ja immer Impulsquadrat minus eine Konstante. Hier haben wir nicht Impulsquadrat minus eine Konstante, sondern wir haben was Verschobenes. Also kann man quadratische Ergänzung machen oder Variablensubstitution. Wenn wir substituieren, die Integrationsvariable q wird ersetzt durch q minus p mal x, ja? Diese Variablen-Substitution. Die ist ja möglich, weil in dimensionaler Regularisierung sind alle Integrale translationsinvariant. Das heißt, so ein Shift des Integrationsimpulses ändert das Integral nicht. Also können wir den Integrationsimpuls um diesen Wert shiften. Und dann erhalten wir Integral 0 bis 1 dx und dann das Integral über das geschiftete Q 1 geteilt durch. Und wenn wir jetzt die Substitution machen, dann haben wir hier eigentlich q plus p mal x insgesamt zum Quadrat. Wenn wir dann q durch q minus px ersetzen, haben wir nur noch q Quadrat. Dann haben wir nur noch q Quadrat. Und dann von dieser quadratischen Ergänzung gab es noch einen Zusatzterm, nämlich q plus p mal x insgesamt zum Quadrat, muss man p Quadrat mal x Quadrat wieder abziehen. Also müssen wir hier abziehen, minus p² mal x². Und der Rest bleibt. Minus m1² mal 1 minus x minus m2² mal x. Und das Ganze hoch 2. Okay. Also diese Substitution, man denke an quadratische Ergänzung. Und es ist klar, dass sowas im Allgemeinen immer möglich ist, weil diese Feynman-Parametrisierung führt ja dazu, dass alle Vorfaktoren sich zu 1 aufaddieren und jeder Propagator liefert immer q² plus irgendwas anderes. Das heißt, es wird immer rauskommen, q² plus irgendwas Lineares in q. Und dann kann man immer quadratische Ergänzung machen, shift das Integrationsimpuls und kriegt dann sowas, q² plus irgendwas, was nicht mehr von q abhängt. Ist immer möglich und das ist jetzt der einfachste Fall. Und dann können wir jetzt natürlich genau das Ganze hier als unser Groß-Q aus der Masterformel interpretieren. Genauer gesagt als minus Q. Und dieses Q ist jetzt halt noch eine Funktion von X, also sagen wir Q von X, aber im Sinne der Masterformel ist das eine Konstante, denn das hängt nicht von dem Integrationsimpuls ab. So, um es plakativ nochmal aufzuschreiben, ist unsere B0-Funktion also gegeben als ein eindimensionales Feynman-Parameter-Integral von 0 bis 1, ein d-dimensionales Integral über 1 geteilt durch q² minus dieses Groß-Q von x und ich restauriere mal plus i epsilon insgesamt hoch 2. So, und damit können wir die Masterformel anwenden. Und das hat genau die Form der Masterformel. Und jetzt ist hier n gleich 2 in der Masterformel. Und dann kriegen wir hier Gamma von Epsilon. Und das ist genau dieser typische Polterm, den wir ausgerechnet haben. Das heißt, dieses Gamma von Epsilon zusammen mit den anderen ist genau die Kombination, die wir vorhin studiert haben. Und hier vorne steht dann noch q hoch 0. Das ist auch einfach. Dann haben wir also insgesamt als Ergebnis i durch 16 Pi Quadrat mal q hoch 0 mal diesem
divergenten Anteil, sonst gibt es nichts. Das heißt, das i durch 16 Pi, Pi Quadrat ist ja wegdefiniert, dann kriegen wir B0 von P M1 M2 ist gleich Integral 0 bis 1 dx über 4 Pi hoch Epsilon mal μ Quadrat geteilt durch Q von x hoch Epsilon mal der Gamma-Funktion Gamma von Epsilon. Und das also jetzt sogar trotz allem immer noch ein interessantes Integral, nämlich ein eindimensionales Integral. Und hier Q von x ist ein Polynom von x und das wird zur Potenz Epsilon genommen. Das heißt, das ist immer noch eine interessante mathematische Funktion. Aber wenn wir es weiterentwickeln, dann können wir ja diese Kombination umformen. Die lieferte uns dieses Groß Delta, diese divergente Kombination, plus den Logarithmus von diesem dimensionslosen Verhältnis, μ² durch Q. Und das wird noch integriert. 0 bis 1 dx über ln μ² geteilt durch Q von x. Und okay, man kann das i epsilon nochmal restaurieren, minus i epsilon. Dann taucht immer Q minus i epsilon in dieser Kombination auf. Wenn man das also braucht, haben wir diesen Logarithmus und dann plus Terme der Ordnung epsilon. Und dann haben wir unsere B0-Funktion auch ausgerechnet. Gut, das ist das Endergebnis. Also hier, das Delta ist ja unabhängig von x, deswegen konnte ich das aus dem Integral rausziehen. Integriert von 0 bis 1 über x gibt es einfach Delta. Und das andere bleibt im Integral, weil dieses Q natürlich noch von x abhängt. So, dann einige Kommentare dazu. Erstens mal die A0 und B0-Funktion sind divergent und die Divergenz ist jeweils proportional zu 1 durch Epsilon. Hier steckt es also in diesem Groß-Delta drin und bei der A0-Funktion ebenfalls in dem Groß-Delta. Und dann sehen wir jetzt die Divergenz ist eine impulsunabhängige Konstante. Das ist sehr wichtig. In der B0-Funktion, in der A0-Funktion ist die Divergenz noch mit der Masse multipliziert, weil die ganze A0-Funktion die Einheit Masse Quadrat hat, muss alles natürlich proportional zu m Quadrat sein. Aber abgesehen davon gibt es keine weitere Abhängigkeit. Die B0-Funktion ist dimensionslos und da taucht diese 1 durch Epsilon-Divergenz auf mit dem Koeffizient 1, unabhängig von allen Argumenten der B0-Funktion. Und das ist sehr wichtig für die spätere Renormierung der Theorie. Also die Divergenz ist eine ganz einfache, impulsunabhängige Konstante. Wenn wir aber jetzt die Regularisierung ausnutzen, dann heißt es eben, dass wir in allen Zwischenschritten Epsilon ungleich 0 haben. Und für Epsilon ungleich 0 sind halt alle Integrale, die hier stehen, komplett mathematisch sauber definiert. Das sind komplizierte Funktionen von Epsilon, aber die sind sauber definiert, natürlich im Sinne von komplexen Integralen eventuell. Aber die Integrale sind endlich, also immer endlich. Für Epsilon ungleich 0. Und analytische Funktion aller Argumente. Aber es gibt halt eventuelle Singularitäten für bestimmte Werte der Argumente. Ja? Nämlich
Es kann sein, dass für bestimmte Werte von den Massen hier oder bestimmte Werte von dem Regularisierungs-Epsilon hier Probleme auftreten. Also bei isolierten Punkten oder möglicherweise bei bestimmten Bereichen des Parameterraums. Das heißt, das Integral kann Singularitäten haben. Für bestimmte Kombinationen der Argumente von p Quadrat, m1, m2 und Epsilon. So, im Prinzip hängt das Integral halt von vier Variablen ab. Und wenn Sie da jetzt einen beliebigen Punkt anschauen in diesem vierdimensionalen Parameterraum, ist die Funktion im Allgemeinen analytisch, aber für bestimmte Ausnahmewerte gibt es halt Singularitäten. Und wenn Sie bei so einer Singularität sind, dann gelten mathematisch interessante Dinge, die Sie halt kennen, zum Beispiel Nichtvertauschbarkeit von Grenzübergängen. Wenn Sie zu einer Singularität gehen, kann es halt einen Unterschied machen, ob Sie zuerst Epsilon 0 gegen 0 gehen lassen oder zuerst p Quadrat gegen m Quadrat gehen lassen oder umgekehrt. Grenzübergänge. Vertauschen nicht. Und mathematisch hängt es dann damit zusammen, dass der Integrant, den man ursprünglich hat, nicht gleichmäßig konvergiert. Also das hier ist die B0-Funktion. Darf ich die Bemerkungen wegwischen? Dann würde ich nämlich jetzt die B0-Funktion mal auswerten in einigen Spezialfällen. Sprich, wir schauen uns dieses Integral über x, was hier verbleibt, konkret an und rechnen das aus. So, das heißt, das Integral, was wir haben, ist das Integral über 0 bis 1 dx von ln μ² dividiert durch den Nenner. Und der Nenner ist dieses q von x minus i epsilon, also p² mal x² minus p² minus m2² mal x plus m1² mal 1 minus x minus i Epsilon. Dieses Integral müssen wir ausrechnen. Das heißt, im Wesentlichen ist es Logarithmus von einem quadratischen Polynom in x und dann integriert über x. Und Logarithmus von einem Polynom, ja, das kann man schon irgendwie integrieren, aber das einfachste Integral ist es nicht. Vor allen Dingen ist der Logarithmus zwar eine analytische Funktion, aber nicht für negative Argumente. Und so ein Polynom kann ab und zu negativ werden. Und dann haben wir eventuell was zu beachten. Hatte ich umgeformt aus der Originaldarstellung von dem Q? Stimmt es nicht? Doch, also das, was ich hier hingeschrieben hatte, da stimmt es auch. Also die letzte Formel sollte die gewesen sein.
das wir dann hatten hier im Integranten k² minus p² mal x² von der quadratischen Ergänzung und dann die anderen Nenner minus m1² mal 1 minus x plus p² minus m2² mal x von dem zweiten Propagator, der nicht q-abhängige Anteil ist das hier. Ah, ja. Ah, okay, dann habe ich, glaube ich, was vergessen. Dann habe ich tatsächlich dieses plus p² minus m2² hier vergessen. Plus p² minus m2² mal x. Entschuldigung. Also der zweite Propagator war ja q plus p insgesamt ins Quadrat. Und für den q-abhängigen Anteil hatten wir quadratische Ergänzung gemacht. Aber dieser p² Anteil, der steht ja einfach da. Der bleibt übrig. Das tut mir leid, habe ich vergessen hinzuschreiben. Aber wenn man das hinschreibt, dann stimmt das. Das heißt, dieses allgemeine B0-Integral entspricht jetzt einem Loop, wo Sie einen Propagator haben mit der Masse m2, einen Propagator mit der Masse m1 und einlaufen tut der Impuls p. Und um das jetzt zu berechnen, machen wir noch einen Spezialfall, der ziemlich wichtig ist. Nämlich wir setzen die zwei Massen mal gleich, m1 gleich m2 gleich m. Und dann ist dieses q von x minus i epsilon einfach nur noch gleich. Hier die zwei Massen werden gleich, dann haben wir hier m² mal x, m² mal 1 minus x gibt insgesamt m². Dann haben wir hier p² mal x² minus x plus m² minus i epsilon. Dann ist das ein bisschen einfacher. Dann haben wir zwei Variablen, nämlich die Masse und den einlaufenden Impuls. Okay, lassen Sie uns also ein paar Integrale ausrechnen. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Okay. So, erster Fall. Impuls gleich 0. Also ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir dann den ganzen Viererimpuls auf 0 setzen, denn das Ergebnis ist Lorentz-invariant. Und wenn wir dann den Impuls insgesamt auf 0 setzen, dann kriegen wir B0 mit dem Argument 0, mm ist jetzt gleich hier eingesetzt Delta plus das Integral über 0 bis 1 dx μ² und q ist dann einfach gleich m². Das heißt, wir kriegen hier μ² geteilt durch m², das ist eine Konstante. Integriert über x von 0 bis 1 gibt halt die ganze Konstante. Das heißt, wir bekommen Delta plus ln μ² durch m². Und das i epsilon spielt dann keine Rolle mehr. Ja, das ist also ein einfaches, schönes Ergebnis. Und was interessant ist, ist, dass Sie nie aus dem Auge verlieren dürfen, dass es auch Relationen gibt zwischen den Loops. Nämlich wenn man die A0-Funktion nimmt und nach m² ableitet, dann kommt das Gleiche raus. Warum? Weil die A0-Funktion definiert war als ein Integral mit einem Propagator und diese B0-Funktion ohne Impuls und gleichen Massen ist einfach definiert durch dasselbe Integral mit demselben Propagator ins Quadrat. Und wenn Sie das ableiten hier, dann kriegen Sie den Propagator ins Quadrat. Und Sie können es aber auch explizit anhand der Ergebnisse ausprobieren, dass das gleich dem ist. So, dann haben wir schon mal so einen Referenzwert. Das heißt, die B0-Funktion für dieses Argument ist dimensionslos und hängt ab vom Logarithmus Masse durch die unphysikalische Skala μ. Dann betrachten wir jetzt kleines p². p² viel kleiner als m². Das heißt, wir machen eine Taylor-Entwicklung um Impuls gleich 0 herum. Und im Gegensatz zu vorher nehmen wir halt noch die erste Ordnung im Impuls mit. Schauen also an, was ist die Ableitung der B0-Funktion nach dem Impuls. Wenn wir das machen, dann kriegen wir ln
von unserem Q von x geteilt durch μ Quadrat. Was ist das jetzt? Ln Q Quadrat ist dann m Quadrat plus eine sehr, sehr kleine Zahl, p Quadrat mal x Quadrat minus 1. Das heißt, wir schreiben das in dieser Form, m Quadrat durch μ Quadrat, ich habe es rumgedreht, mal 1 plus eine kleine Korrektur, nämlich plus p Quadrat geteilt durch m Quadrat mal x Quadrat minus 1. Okay. Dann haben wir also hier durch Faktorisieren erreicht, dass wir identifizieren, die niedrigste Ordnung liefert hier die 1 und die nächsthöhere Ordnung p Quadrat durch m Quadrat mal x Quadrat minus x. Das alles ist das Argument des Logarithmus. Da können wir aber jetzt natürlich Logarithmusgesetze nutzen. Logarithmus vom Produkt von zwei positiven reellen Zahlen. Das ist positiv und das ist in etwa 1. Also können wir es zerlegen als Logarithmus von dem plus Logarithmus von dem. Logarithmus von dem ist wieder das gleiche wie hier, aber Logarithmus von 1 plus eine kleine Größe, Taylor entwickelt, gibt genau die kleine Größe. Logarithmus 1 plus x ist ungefähr x. Das heißt, Logarithmus von 1 plus dem p-Quadrat-Term ist genau der p-Quadrat-Term. Das heißt, das ist gleich ln von m-Quadrat durch μ-Quadrat, einfach plus diesen kleinen Term p-Quadrat durch m-Quadrat mal x-Quadrat minus x. Und das zweite steht jetzt nicht mehr im Logarithmus. Das heißt, wir kriegen für die b0-Funktion jetzt folgendes. b0 von pmm für sehr kleine Impulse liefert uns folgendes, Delta, die Divergenz, plus das Integral über den Logarithmus. Ich habe den Logarithmus ja jetzt umgedreht, das heißt, es geht negativ ein. Kriegen wir also plus ln wieder von μ² durch m² und dann minus das Integral über das. Minus das Integral 0 bis 1 dx von p Quadrat geteilt durch m Quadrat mal x Quadrat minus x. Und das ist jetzt ein einfaches Integral, denn es ist ein Integral über ein Polynom und nicht mehr über einen Logarithmus. Was ist das Integral über x Quadrat minus x? Das hier gibt ein Drittel, das hier gibt minus ein Halb. Es gibt ein Drittel, minus ein Halb ist minus ein Sechstel. Minus mal minus gibt plus, also plus ein Sechstel p Quadrat durch m Quadrat. Also das ist gleich Delta plus ln μ² durch m² plus p² durch 6m² plus höhere Ordnungen in diesem p, also plus p hoch 4 geteilt durch m hoch 4 Terme. Dann haben wir schon zwei schöne Ergebnisse. Hier einmal ein Referenzwert für Impuls gleich 0. Hier dann die nächste Ordnung. Für kleine Impulse kriegen wir also eine Korrektur, p² durch 6m² geliefert. Das heißt, das Ding für kleine Impulse ist einfach Taylor entwickelbar in dem kleinen Impuls. Okay, jetzt schauen wir noch eine andere Situation an, nämlich das Gegenteil. p² betraglich viel größer als m². Was passiert in diesem Fall? Wenn wir also sehr, sehr große Impulse haben, so groß, dass die Masse im Prinzip komplett vernachlässigbar ist. Da haben wir also dann ln q von x geteilt durch μ². Können wir jetzt folgendermaßen approximieren. Hier in unserem q ist die Masse vernachlässigbar, also nehmen wir als einfachste Näherung die Masse komplett weg. Das heißt, wir nähern das ganze Q nur noch durch den impulsabhängigen Anteil. Das heißt, wir bekommen dann ln p Quadrat mal x Quadrat minus x minus i Epsilon geteilt durch μ Quadrat. Und jetzt kann man da sonst nichts weiter wegnähern oder entwickeln. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Logarithmus von einer x-abhängigen Funktion zu integrieren. Und was kann da jetzt mathematisch passieren?
Hier wird es eben jetzt mathematisch spitzfindig, denn wir haben Logarithmus von einem Polynom und das Polynom kann negative oder positive Werte annehmen, aber der Logarithmus hat dann eine Singularität für negative Argumente. P Quadrat ist betraglich groß, aber das Vorzeichen ist wegen Minkowski-Metrik unbestimmt, kann sowohl positiv als auch negativ sein. X Quadrat minus x ist immer negativ, wenn wir von 0 bis 1 gehen. Das heißt, das ist definitiv negativ, das ist definitiv ein negativer Imaginärteil und das hier kann positiv oder negativ sein. Also brauchen wir eine Fallunterscheidung. So, machen wir eine Fallunterscheidung. Einmal p Quadrat negativ, das ist nämlich einfacher. Wenn p Quadrat negativ ist, dann haben wir hier eine negative Zahl mal einer negativen Zahl ist positiv. Das heißt, wir können den Logarithmus dann schreiben als Logarithmus von Betrag p Quadrat durch μ Quadrat plus Logarithmus von Betrag x Quadrat minus x. Okay. Dann haben wir nämlich Produkt von zwei positiven Zahlen. Da stimmt das Logarithmusgesetz, dass das das gleiche ist wie die Summe der beiden Einzellogarithmen. Und dann müssen wir halt nur noch das hier integrieren und das hier ist halt das gleiche wie Logarithmus x minus x Quadrat natürlich. Und das kann man dann integrieren. Und das ist auch das gleiche wie Logarithmus von x plus Logarithmus von 1 minus x. Und dann ist alles positiv. Okay, aber für p Quadrat größer als 0. Für positive Minkowski-Raumimpulsquadrate. Was haben wir da? Dann haben wir hier einen positiven Vorfaktor mal einer negativen Zahl. Das heißt, dann ist das Argument des Logarithmus definitiv negativ und dann brauchen wir halt diese Y-Vorschrift. Die sagt uns dann, welchen Verzweigungsschnitt des Logarithmus wir nutzen müssen, um das korrekte physikalische Endergebnis zu bekommen. Um das hier klar rauszuarbeiten, schreiben wir dann ln p Quadrat durch μ Quadrat. P Quadrat ist jetzt positiv und dann den Rest schreiben wir mal so als x minus x Quadrat, das ist auch positiv, mal minus 1, dann stimmt's. Und die Y-Vorschrift, die können wir umschreiben, nämlich wir können das auch so schreiben als Produkt 1 minus Y, denn dann haben wir das Y einfach umdefiniert um eine positive reelle Zahl. Epsilon ist ja eine infinitesimale positive Größe, das heißt, wenn wir die umdefinieren durch eine positive reelle Zahl, bleibt die Bedeutung gleich. Und jetzt haben wir es eben als Produkt geschrieben. Und dann haben wir Logarithmus vom positiven Faktor, mal einem negativen Faktor, aber mit einem eindeutig definierten Imaginärteil. Und dann können wir die normalen Logarithmengesetze benutzen. Das ist nämlich jetzt gleich die Summe von dem ersten positiven Log plus dem zweiten positiven Log plus dem Logarithmus von minus 1 minus I Epsilon und das ist halt ein eindeutiges Ergebnis wegen der I Epsilon-Vorschrift. Nämlich, was ist das hier? Was ja in der komplexen Ebene liegt das hier. Das heißt, das hat eine komplexe Phase E hoch minus I Pi, dieser Punkt. Und das heißt, das Ergebnis von dem Logarithmus ist gleich minus I mal Pi. So, und dann haben wir alles zusammengefasst. Das heißt, im einen Fall kriegen wir Logarithmus von Betrag p Quadrat, im anderen Fall einfach Logarithmus vom positiven p Quadrat. Das ist gleich. Logarithmus von x minus x Quadrat ist auch gleich in beiden Fällen. Und im anderen Fall hört es dann auf und in diesem Fall kriegen wir noch minus i Pi hinzu. Das heißt, das Endergebnis ist folgendes. B0 von sehr großem p und vernachlässigten Massen, der Betrag p Quadrat viel größer als m Quadrat, ist gleich die Divergenz Delta plus ln Betrag p Quadrat geteilt durch, vielmehr, μ Quadrat geteilt durch Betrag p Quadrat plus das Integral über x von 0 bis 1 über ln von x minus x Quadrat. Was gibt denn das? Wissen Sie das? Integral über x von 0 bis 1 über ln x.
Das ist das gleiche wie Integral über e hoch minus x von 0 bis unendlich. Das ist das gleiche Schaubild. Das ist halt minus 1. Das ist minus 1 und das ist das gleiche wegen Symmetrie. Das heißt, es gibt minus 1, minus 1 gibt minus 2. Und das Ganze geht ja mit minus 1 ins Endergebnis. Also kriegen wir plus 2 von diesem Integral. Und dann die Fallunterscheidung, Theta-Funktion für p². Wenn p² positiv ist, kriegen wir hier noch hinzu plus ip. Und wenn p² negativ ist, kriegen wir kein ip dazu. Und dann haben wir hier die B0-Funktion für diesen Fall ausgerechnet. Und da tritt jetzt zum ersten Mal in der Vorlesung die I-Epsilon-Vorschrift relevant in Erscheinung, denn die hat hierzu geführt, dass wir für positive p² genau wussten, welchen Verzweigungsschnitt des Logarithmus wir auswählen müssen, um eindeutig dieses plus ip im Endergebnis zu erhalten. Und die Vorschrift ist halt relevant für positive p², weil der Integrant dann zu einem Logarithmus mit negativem Argument führt, in dem anderen Fall nicht. Also falls wir noch eine Minute Zeit haben, dann würde ich das gerade an einem Schaubild illustrieren, was vielleicht Ihnen hilft, das Ganze nochmal zu verstehen. Und zwar, um das zu verstehen, plotten Sie einfach diese Funktion q von x mal als Funktion von x im Intervall 0 bis 1. Ja. Nachher brauchen wir Logarithmus von q, aber erstmal sollten wir q alleine anschauen. Und was ist dieses q? Das q ist eine quadratische Funktion von x, das heißt, das ist eine Parabel. Und der Scheitelpunkt der Parabel ist immer genau bei 1/2 aufgrund von der Symmetrie von diesem Polynom. Das heißt, bei x gleich 0 und bei x gleich 1 hat das Polynom denselben Wert, nämlich es ist einfach gleich m². Und dann ist es eine Parabel mit Scheitel bei 1/2. Das heißt, für p² gleich 0 sah die Funktion so aus, dann war es einfach konstant gleich m². Für p² negativ kriegen wir hier einen negativen Koeffizient vor x² minus x. Das heißt, da x² minus x negativ ist, wird es dann größer. Das heißt, für negative p² haben wir so eine Parabel. Das hier ist p² kleiner als 0. Dann verläuft also q als Parabel immer im positiven Bereich und der Logarithmus gibt kein Problem. Wenn p² aber negativ ist, dann geht es natürlich nach unten. So, das hier ist p² kleiner als 0. Und wenn p² jetzt negativ ist und betraglich anwächst, dann passiert es natürlich, dass dieser Scheitelpunkt immer weiter nach unten geht und irgendwann überschreitet der Scheitelpunkt die reelle Achse und das q geht ins Negative. Das heißt, es gibt irgendeinen bestimmten Wert von p², der so beschaffen ist, dass die Parabel genau ihren Scheitelpunkt hier hat. Ja, das wäre ein interessanter Wert des Impulses. Ja, ist gerade noch an der Grenze. Q ist immer positiv, aber berührt den Wert 0. Und ab diesem Wert für noch größere p² sieht dann die Parabel so aus. Und dann wird Q negativ im Integrationsgebiet und der Logarithmus braucht die I-Epsilon-Vorschrift und das Integral kriegt dann einen Imaginärteil. Und hier kann ich Ihnen direkt sagen, das passiert bei p² gleich 4m², weil für p² gleich 4m² haben Sie dann hier 4x² minus x plus 1, das ist 2x minus 1 zum Quadrat, ist genau eine binomische Formel. Und hier, das ist dann p² noch größer als 4m². Ja. Aber setzen Sie minus 4m², also wenn der negativ ist? Nee. P² muss positiv sein, damit das Ganze hier negativ ist, weil x² minus x ist negativ. Ach so. X² minus x ist negativ, weil x ist zwischen 0 und 1. X ist größer als x². Ja. Wenn dann p größer ist als 4m², dann wird das insgesamt negativ. Und wenn p gegen unendlich geht, dann sieht die Parabel halt so aus. Quasi, es geht hier unendlich steil nach unten.
und kommt dann hier unendlich. Das heißt, das Q ist quasi im ganzen Integrationsgebiet von 0 bis 1 negativ. Und jedes Mal, wenn das Q negativ ist, dann müssen Sie im Logarithmus so eine Umformung machen. Und der Logarithmus liefert dann irgendeinen Realteil und minus i Pi als Imaginärteil. Das heißt, der Imaginärteil von dem letztendlich entstehenden B0-Integral, der kommt daher, dass in dem Bereich liefert der Logarithmus minus i Pi. Das heißt, der Imaginärteil des Ganzen ist minus i Pi mal dieser Strecke zwischen den zwei Kreuzungspunkten mit der reellen Achse. Das heißt, hier ist der Imaginärteil 0, dann wird er immer größer und im Grenzfall wird er halt 1 mal i Pi. Ich werde zu dem Imaginärteil noch mehr sagen, aber das machen wir dann in der nächsten Stunde. Das heißt, da gibt es noch weitere Interpretationen, die auch noch andere Einsichten in den Imaginärteil erlauben. Aber jetzt haben wir erstmal genug für heute erreicht. Das heißt, Sie haben gesehen, wie man mit den Feynman-Parametern die Integrale auf die Masterformel zurückführen kann. Man kriegt dann also auf jeden Fall die Möglichkeit, das d-dimensionale Integral auszuwerten. Aber es verbleibt halt dann das Feynman-Integral, was aber ein gewöhnliches Integral von 0 bis 1 ist oder über x und y in einem Quadrat. Und das liefert dann die physikalischen Endergebnisse, die immer noch interessante Eigenschaften haben, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Da werden wir also noch mehr interpretieren und dann können wir auch Renormierung studieren, um zu zeigen, wie die Divergenzen dann wegfallen und wo dann die Physik des physikalischen Endergebnisses eigentlich steckt. Dann bis Donnerstag.